Wie weit kann man gehen? So. Das ist so das Ding. Es ist ja, also man, also angenommen, du hast ein Gefäß, was 2 Liter drin hat. Also 0,5 ist ja quasi winzig. Na, 0,5 ist safe winzig. Ich will diesen Baumtuch kriegen. Ist zu klein. Aber ab wann ist es ideal? Ab wann ist es die perfekte Größe? Ich finde 1,5 und 2 Liter tatsächlich, also 1,5, ja, eigentlich schon eher 2 Liter, das Minimum. Also wobei, ja doch, nee, 1,5 ist das Minimum, weil wir sollen ja so, nee, eigentlich 2, ne, weil, also das Ding ist halt, du sollst ja am Tag 2 Liter trinken. Und ich persönlich bin ein großer Freund von positivem Verhalten. Oh, das müsste gehen, oder? Mathematisch. Oh, es geht. Maschine. Ich bin ein großer Freund von positivem Verhalten. Das sind 2 Liter und ich. Ja, es ist so ein bisschen im Körper für mich. Also es kann natürlich sein, dass wenn du ein bisschen schmächtiger bist, du weniger Wasser brauchst. Aber es kann auch sein, dass du mehr brauchst, wenn du dich tatsächlich im Gegensatz zu mir bewegen solltest. Auch das ist wichtig. Wir werden uns heute auch noch bewegen. Um 12 ist Training, by the way. Um 12 ist Training mit Robert. Mit Robart. Das werde ich diesmal auch nicht verpassen. Wehe. Ich gebe euch die Schuld, wenn ich es verpasse. Gehen wir dafür noch von Tasten oder Eimern? Also, ich wollte noch den Satz zu Ende bringen. Und zwar, ich bin ja ein großer Freund davon, positive Habits am Tag aufzubauen. Und der Habit sollte sein, du nimmst das Markov'sche Omega-Gefäß, packst da deine 2 Liter, ja, mindestens 2 Liter Wasser rein. Und dann musst du jeden Tag diese Flasche leeren. Und dann hast du schon für deinen Körper etwas Positives getan. Jeden Tag muss die Markov'sche Flasche leer sein. Oder? Klingt doch gut. Das ist so mein Traum. Ja, dann hat man auch was Lustiges. Ja, so ein bisschen was Markenzeigiges. Weil ich mache das ja gerne, ne? Es fällt mir ja nicht schwer, euch gewaltige Gefäße vorzunehmen, weil ich es ja tatsächlich nicht mag. Entschuldigung. Wegen jeden Scheiß mich irgendwo hin zu begeben. Stell mir vor, ich müsste jedes Mal wegen ein Glas Wasser an den Wasserhahn gehen. Alter, würde ich ja eine Meise kriegen. Wäre ich auch nie da. Na, da wäre ja mein Stuhl kriegt schon genug Aufmerksamkeit. Jetzt will ich mal ein bisschen auch welchen haben, du. No? Also das ist auch eine wichtige Sache. Okay. No. Und ja, wenn ihr dann quasi regelmäßig Wasser trinkt und mir das natürlich nicht schwerfällt, das vorzuleben, dann ist das ein Ding. Das ist auch ganz cool, aber wir haben eigentlich eine Design-Idee, die eigentlich ganz nice ist. Diese ist nicht neu, aber ich mag sie so sehr, dass ich es gerne selber hätte. No. Das ist so der Plan. That's the plan, bitch. So. Okay, die Kiste ist schon mal sehr gut. Als Mutant muss man viel Glück nehmen, damit man hier gute Sachen kriegt. That's very important.
Ich trinke für jeden Tod im Endgame. Das ist sehr viel, das ist ja nicht schlecht. Oh. Aber das heißt ja, dass du, je besser du wirst, desto weniger trinkst du. Das finde ich nicht gut. Ich finde es wichtig, Routine in seinen Tag reinzubringen bei allen. Ich finde, Trinken und gesunde Ernährung sollte man nicht von RNG abhängig machen. Don't do it! Just don't do it. So. Ich brauche natürlich sehr viel XP. Ich traue mich auch nicht an dieses Riesenvieh ran. Das ist zu dangerous. Jeden Tod. Oh, ja, für jeden Tod. Für jeden Tod ist noch anders. Ich glaube, ich mag die Laser gerne am wenigsten. Ich finde das Ding nicht gar nicht so schlecht. Schreiber. Screen ist Routine. Ja, das ist, wie gesagt, das ist auf jede Lebenssituation ideal. Übertragbar. Ja, ich habe gestern, glaube ich, so bei der Halle und sowas ein bisschen zu viel geschrieben. Ich merke schon, dass die Stimme etwas gedamaged ist. Da werde ich mir nachher schön noch Tee reinpfeifen. Tee. Honig. Leute. Er verbindet Honig und Kamillentee immer mit etwas Kranken. Mit etwas. Mir geht's nicht gut. Da bin ich absolut empfänglich für. Ich habe quasi Kamillentee nie positiv abgespalten. Wie auch. Langsam ein bisschen mehr Angriffstempo nehmen, ne? Bam, bam. Kann man sich die gestrigen Ergebnisse angucken? Bei Freiraumreh. Die Kinder. Ich weiß nicht, ob die Snipergun so gut ist. Das skaliert ja nicht schlecht mit Reichweite. Ist hier eine Schusswaffe? Ja, ne? Auch logisch, bei Wolf. Scheuer jetzt nicht so werden. Quasi auf Reichweite skaliert und nicht diesen Freestat gibt. Hätte sein können. Krieg ich den da tot? I try. Ich habe ihn tot gekriegt. Ich habe dafür mein Gesicht geopfert, Leute. Oh, jetzt hätte ich aber schon gerne überlegt. Da oben. Das wäre krass gewesen. So, nee, wir wollen nicht Reichweite verlieren. Hier nicht mal Angriffstempo, wir sind im negativen Bereich, das ist scheiße. Handschellen ist zu früh. Handschellen ist so in der letzten Runde gut, aber jetzt Katastrophe. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr so ein kleines Quiz heute machen. Habe ich vorhin auch gemacht. Was für ein Käufertyp seid ihr? Ja, jeder von uns konsumiert ja. Und wie geht ihr vor? Ich habe vorhin den Test gemacht. War zwischendurch nicht leicht zu beantworten, muss ich sagen. Ja, Ausrufezeichen Black Friday können nutzen. Ich war der konservative Einkaufstyp. Mit sehr vielen Treffern, weil ich ja tatsächlich auf Image und sowas keinen Wert lege. Innovativ ist aber irgendwie also ein bisschen schlecht. Das ist kein schönes Adjektiv aktuell. Aber beim Einkaufen trifft es zu, wenn ich Geld ausgebe und ich gebe gern viel Geld für hohe Qualität aus, damit das auch ewig hält. Ich habe auch hier zu Hause alles doppelt.
Jana wundert sich immer, warum der PC dort und noch einer und noch und irgendwie noch der und dies und das. Und tatsächlich brauche ich, falls irgendwas ist, zählt die Explosion hier rein? Nee, ne? Das gilt auch mit Reichweite. Wir nehmen das jetzt hier nicht. Ich speichere das mal. Per Merch. Quali sind mal richtig. Ja, für mich ist es auch so, wenn ich halt Sachen kaufe, dann müssen die auch unendlich halten. Deswegen bin ich ja auch ein großer Freund davon, wenn das super funktional ist. Das hässliche Fuck ist, aber nie meckert. Immer funktioniert. Super verlässlich ist. Total geil. Also das ist für mich so, so sollten alle Gegenstände sein. Ja, für mich ist jetzt halt eher was, also wie gesagt, ich bin ja hier von MSI ausgestattet und sowas. Da ist es einfach smooth as fuck. Ich da einfach keine Probleme mit habe. Das ist das Schlimmste, was da haben. Die Controller und alles jetzt. Aber ich liegt doch, glaube ich, daran, dass ich die selber zerstöre irgendwie. Ja. Gerade so Technikrahmen. Ich hatte so getiltet, dass die Switch einfach random kaputt gegangen ist. Also wir haben die jetzt eingeschickt und repariert zurückbekommen und sowas. Aber das ist ein ganz schreckliches Gefühl. I hate it. Ist doch teuer. Ist. Aber was lange hält, bringt kein Geld. Das stimmt. Es ist leider ein Konzept, was hart gegen den Kapitalismus geht. Aber da muss der Kapitalismus durch. Kann das ja, man kann ja auch mal anders vorgehen. Ich will noch keinen Stromgenerator, ne? Kann man auch anders vorgehen. Aber ich verstehe das so, der Wiederverkauf ist bei einigen Sachen sehr, 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 sehr schwierig. Bei einigen Dingen tatsächlich ja gut versorgt werden und Verschleiß. Weil damals war das auch mit Autos und sowas so, ne? Ja, Autos sind ja schon ein bisschen älter. Das war so witzig, dass man Sicherheit so gemacht hat, dass das Auto jeden Unfall übersteht. Da haben die dann so übelste Backflips und keine Ahnung was gemacht. Das Auto hat einfach also 1000 Überschläge und es fährt immer noch. Bis man da festgestellt hat, das Auto ist ganz, aber der Fahrer ist giga dead. No. Das heißt, erst dann ist man drauf gekommen, lieber Knautschzonen einzuführen, dass das Auto extrem krass nachgibt. Damit man halt, also es war tatsächlich sinnvoller, den Kunden am Leben zu halten, damit der Kunde mehr kauft. Schrecklich. Ganz schrecklich. Bilder dann so geil aus. Traurig, aber wahr. Ich glaube nicht, dass der Kauf. Also, Leben ist schon sehr wertvoll. Ne? Ich glaube, das ziehen viele Leute ein. Kannst natürlich alles aus der Geldsicht sehen. Der Brille des FDP-Wählers. Ne? Aber kannst auch einfach sagen. Du kannst auch einfach dein Gehirn benutzen. Ja, das geht natürlich auch. Aber fand ich witzig, dass es einen gewissen Übergang gekostet hat, dass man festgestellt hat: ey, wir haben das geilste Auto der Welt gebaut. Es geht nie kaputt. Dann ist das quasi, ist diese Geschäftsidee sein Ruin. Du müsstest quasi ein Geschäft machen, wo du Sachen verkaufst, die unendlich lange halten, die nie kaputt gehen. Und dann irgendwann die Transition finden, okay, das hat jetzt jeder. Wir entwickeln jetzt das nächste Ding, was unendlich lange hält. Ja, das heißt, du machst quasi den unzerstörbaren Teller und dann musst du die Transition finden zu dem unzerstörbaren, zu der unzerstörbaren Tasse. Bruder, ich habe 20 Rüstung. Ah, ich habe einen Stromgenerator. Warum habe ich 20 Rüstung? Das ist schon mal ein Autounfall. Ja, ich bin mal gehabt. Schon mal erzählt. Bin ich quasi in die Leitplanke reingedonnert. Aber die Kurzfassung davon ist,
in einer Autobahnausfahrt, in einer Kurve, ins Schleudern gekommen. Da ist mein Heck ausgebrochen. Bin in eine Leitplank rein, aber so wie, also mit der Front, ja, weil ich mich so heftig gedreht habe. Aber ich hatte wie immer Glück im Unglück, weil ich an dem Tag wahrscheinlich so der Siebte war, der in die Leitplanke rein ist. Das heißt, die Leitplanke hat schon, die war schon so heftig eingedellt. Die war schon komplett verbogen nach innen oder weg von der Straße. Dass ich quasi einen sehr geringen Schaden hatte davon. Also ich muss halt die Stoßstange, glaube ich, ersetzt werden. Immer noch ein bisschen was für den Grill oder so. Das war so mein Unfall-Experience. Aber unangenehm, weil ich konnte daraus wenig lernen. Ich fahre jetzt jede Kurve langsam. Daraus, das habe ich gelernt, aber man konnte es der Straße nicht ansehen. Weshalb es wahrscheinlich einige Opfer gab, die in diese Leitplanke reingedonnert sind. Da waren noch übelst viele Spuren. Also du verlässt dann ja den Asphalt. Na, und dann war da extrem befühlt war das. Oh, das war knapp. Das war so lucky. So. Also Gott sei Dank. Also deswegen hasse ich auch den Winter. Ne? Wir haben jetzt ja wieder Schnee draußen. Alle freuen sich. Ja, geil, Schnee. Schnee ist nur cool auf einem Bild. Auf einer Postkarte. In der Realität zackt Schnee erst. Super viel Unfälle, Menschen sterben, Menschen erfrieren. Na, Unfallgefahr ist bei 10.000. Ich weiß nicht, ob das die Ästhetik vom Schnee das wert ist. Na, ich weiß auch nicht, ob ich sagen kann, ja, dann fahr doch in die Alpen, wenn du unbedingt Schnee brauchst und snowboarden willst. Snowboarden auch cool. Schifffahren cool. Also ich kann es nicht, aber ich kann verstehen, wie Leute es cool finden. Sport ist. Aber der Preis. Schnee ist wichtig fürs Ökosystem. Es kann auch regnen. Also Schnee ist ja basically Regen mit Delay. Regen mit Delay und Debuff. Fucking shit. Leute, stop it. Petition gegen den Schnee. Auch niemand. Lohnt sich das noch? 17 ist noch plus. Nee, das ist teuer, ne? Lohnt sich gar nicht mehr. Klimawandel wird schon genug für Schnee sorgen. Das weißt du nicht, wie die Auswirkungen hier direkt sind. Das ist dann eher zu. Hier wird es ja, glaube ich, eher zu mehr Hitze führen, glaube ich. Zu mehr Extrem an sich, aber das ist ja die Berechnung. Alles ist zu hoch und zu tief. Und nie geil. Also Katastrophen haben ja auch ihren Preis. Einen ganz schrecklichen Preis. Wo sehr viel Menschlichkeit verlangt wird. Gegenseitigen unterstützen in Extremsituationen. Also wie gesagt, wenn niemand selber habe ja hier auch das Haus und alles und so wenn so etwas weggespült wird, oder ganz schrecklich, ganz schlimm. Also wirklich eine Erfahrung, die ich niemanden wünsche. Never ever ever. Dass die Waffen ja noch gar nicht abgegradet haben. Abgeradet. Schaust du 7 vs. 2? Nee. Da bin ich irgendwie nicht so richtig. Das Gesamtkonzept ist doch cool. Ist irgendwie schön, wenn Menschen in Verbindung zur Natur. Also das sage ich jetzt natürlich als Omega-Giga-Nerd, der Kälte hasst über alles. Aber ich finde, das ist ein sehr. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ja Skill sehr hoch bewerte. Und den Skill zum Überleben
in der Natur zu besitzen, finde ich überragend. Weil ich es nicht verstehen kann, wie Leute es geschafft haben, aus Höhlen zu kommen. Und tatsächlich Sachen aus, basically aus Dreck zu bauen. Das ist krass. Das finde ich so als Gesamtkonzept faszinierend, dass das geht. Lohnt sich das? Wahrscheinlich, ja. Ne? Wahrscheinlich trotzdem. Die Couch lohnt sich. Wir haben, glaube ich, schon den Stromgenerator, ne? Haben wir schon den Stromgenerator? Ja, haben wir. Oh, wow. Ging ganz schön viel Erfahrungskram, ne? Aber nicht so die Sachen, die ich tatsächlich brauche. Würdest du bei einer Einladung mitmachen? Ich glaube nicht. Also was ich interessant daran finde, ich meine, das Content, das ist natürlich massive Unterhaltung ist, ist auch sehr cool, so. Ist auch schon fast an Infotainment grenzt. Und das Konzept von Information in Kombination mit Unterhaltung ist... Also alles, was das Gegenteil von Schule ist, okay, ist geil. Selber, ich würde es unangenehm finden, das, glaube ich, in meinen Tag bisher organisiert zu bekommen. Ich sehe es schon. Das ist natürlich eine gewisse Form von Angst oder Respekt oder wie man es nennen möchte. Da ist selbstverständlich klar, also das ist ja eine Ausnahmesituation, in der du hoffentlich nie in deinem Leben bist. Grundkonzept ist legendär. No. Der Game ist noch zu laut. Immer noch. Sind schon nur noch auf die Hälfte, Mann. Sorry, Mann. Vielleicht passt es sich auch einfach an, wird immer lauter. Should I talk louder? Kommt Robert. Ja, Robert kommt in einer Stunde. Dann machen wir noch ein bisschen Training. Ich habe jetzt sehr lang kein Training gemacht, also eine Woche. Ich habe jetzt letzten Montag quasi mit ihm Training gemacht. Und ist den Rest der Woche nicht geschafft. Ich meine, man könnte den gestrigen Tag zählen. Großzügig. Als Training. Das wäre möglich. Aber ich würde es nicht zählen. Manchmal hatten wir auch so eine entspannte Woche. Ich hätte hier gerne schon nochmal Damage, muss ich sagen. In der letzten Runde kann man schon... Oh, das wäre es gewesen. Nee, ich kann mir nichts leisten. Die Items sind, kosten einfach eine Milliarde. Oh, you want in a million. Ich glaube, die werde ich auch nicht töten, die Boys hier. Bei der eine hat schon Schaden tatsächlich gekriegt. Der eine hat tatsächlich Damage bekommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. But he did. He did. Ja, ich glaube, wir versuchen lieber eine Minute zu überleben, oder? Ich meine, die sind jetzt bei der. Der eine ist jetzt bei der Hälfte. Ich bin halt sehr tanky, ne? Die Rüstung hilft halt hier schon sehr. Und ich bin auch sehr fast. I'm very fast. Alter. Da waren ein paar sticke Moves dabei jetzt, oder? Man muss ja nicht immer töten. Kann ja auch ein Pazifist sein.
Aber ein Pazifist ist trotzdem Fist mit drin.